Schwindelschritte man dann auf, wenn man seine Lage im Raum nicht mehr bestimmen kann und sich nicht mehr orientieren kann. Und da sind vier Systeme, die eine Rolle spielen dabei. Das ist das Sehorgan. Dann ist es das Gleichgewichtsorgan selber, was im Innenohr sitzt. Es sind dann Rezeptoren im Bereich der Muskeln und es ist das Gefühl der Oberflächen in den Beinen und in der Haut der Füße vor allen Dingen. Wenn der Input hier nicht stimmt und dort ein Ungleichgewicht stattfindet, dann kann der Mensch sich nicht mehr im Raum orientieren, es tritt Schwindel auf. Den gibt es unterschiedlichster Art, von Drehschwindel hin bis hin zu Schwangschwindel. Das heißt, man hat kein Gefühl, dass man wie auf Watte läuft. Das trifft sehr gut dazu. Das hat im Wesentlichen natürlich mit dem Gefühl der Füße und der Haut zu tun.